Probieren und genießen, so lautete das Motto der zweiten Probier- und Genussmesse Gusto in der Ravensburger Oberschwabenhalle. Und wie wird die Messe gesehen? Wie finden Sie die Messe? Super, ganz toll. Als Aussteller? Passt wunderbar, ich bin das erste Mal dabei und bisher passt alles gut. Also es macht Spaß, überall zu probieren und halt selber zu verkaufen. Also ich finde es auch gut. Ja, sehr gut. Jetzt eigentlich ganz gut, für das, dass wir erst 12 kennen und wir freuen uns auf den Tag. Ja, die Messe ist wunderbar, wir haben ja einige Sachen eingekauft. Die Gusto ist eine Lebensmittelmesse, feine Lebensmittel, gehobene Qualität und da passt Leibinger perfekt dazu. Sehr nett hier, sehr freundlich. Die Interessierten sind da und ich werde sehen, wie sich das weiterentwickelt, weil unser Produkt, das ist ja langfristig geplant. Wir sind also echt sehr zufrieden, es macht Spaß. Die Leute sind freundlich, aufgeschlossen. Wir haben sehr viele Aussteller international, jetzt gerade Spanisch, Italienisch sehr stark vertreten. Und wir haben natürlich unsere regionalen Aussteller hier und freuen uns, dass es so zahlreiches, abwechslungsreiches Programm gibt. Ja, und ein ganz besonderes Programm wurde dem Publikum mit tollen Kochshows geboten. Ein musikalischer Leckerbissen von den Schmeichlern aus Südtirol und danach einmal den Profis über die Schultern schauen. Und wie ist es den Profis auf der Showbühne ergangen? Ich muss sagen, am Anfang ein bisschen nervös, ganz natürlich. Aber da kommt man schnell rein und es ist ein schönes Gefühl. Macht Spaß, wenn die Leute zuhören, interessiert sind, zuschauen, haben wir auch unseren Spaß. Und das Ding ist ja, wir machen ja genau das, was wir tagtäglich machen. Insofern sind da echt keine so großen Schwierigkeiten, einfach nur die Masse. Am Anfang war es halt ein bisschen so, kriege ich das hin, aber im Endeffekt hat es gut geklappt. Das Publikum hat auch gut mitgemacht, hat uns gefreut, dass es ihnen allen geschmeckt hat. Man vertritt ja auch das Haus, die Familie Finkbeiner. Und dafür nochmal ein großes Dankeschön an unseren Abteilungsleiter, an unseren Küchendirektor Herrn Reit und an die Geschäftsleitung, dass sie uns so tatkräftig bei dem Projekt unterstützt haben. Willkommen auf der Gusto. Hier gibt es also ganz abgefahrene Sachen, unter anderem zum Beispiel auch der deutsche Barista-Meister, der zeichnet Blumen und andere Dinge, auch Porträts, in den Cappuccino-Schaum. Ich habe mir auch ein Selbstbildnis machen lassen und ich finde, es ist eigentlich recht gut geworden. Schauen Sie mal selbst. Anna Tinius und Eckhard Neudert zeigen Bio-Hausmannskost in einfacher Form. Geschichte, ja, ganz grundsätzlich ist, in der Eis gibt es verschiedene. Der Wunsch von der Messe, dass einfach die Leute wissen, wie gut und wie schön es im Adler schmeckt. Deswegen sind wir da und die uns dann alle besuchen können. Ja, der Andrang ist groß und wenn es dann auch noch süß wird, hält es keinen mehr auf den Plätzen. Macht es Spaß auf der Messe, sowas jetzt fortzuführen? Doch, es war eine Herausforderung, aber ich mache wahnsinnig gern vor Leuten und zeige halt, was man so ein bisschen macht. Mache wahnsinnig gern. Man sieht jetzt natürlich auch am Applaus und auch am Interesse, dass die Leute schon interessiert sind. Ist sowas auch daheim einfach zu machen? Ja, der Knackpunkt ist immer das Temperieren von der Schokolade. Aber wenn man ein bisschen Übung hat, hat man gesehen, mit einfachsten Mitteln, die es im Supermarkt gibt, im Bastelladen, kann man auch mit Schokolade was machen. Ja, und da schmeckt es nicht nur den Großen, sondern auch den Kleinen natürlich. Mit Fisch gab es was vom Gasthaus Hirsch aus Ostrach. Es ist mir recht interessant und spannend, weil man, ja, wenn man zeigen kann, dass das Kochen wirklich was mit Handwerk zu tun hat. Es ist nicht nur Schublad aufmachen und warm machen, sondern es ist wirklich handwerkliche Fertigkeit. Und das zeichnet unseren Beruf aus. Ich finde es einfach toll, es ist ganz arg wichtig für das Berufsbild, dass wir uns zeigen. Weil es ein Job ist, den nicht jeder gerne macht. Mir macht es gern, du musst es nach außen zeigen. Die Leute sind freut, wenn wir gut kochen. Und gehen befriedigt nach Holm und dass sie mir ausfrieden, ist ein tolles Gefühl. Großer Andrang herrschte auf der Showbühne auch immer, wenn Grillmeister Klaus Winter sein Bestes gab. Was mit einem Grill alles so möglich ist, ein toller Gaumenschmaus. Drehen wir noch eine Wintergrill in Winterausgabe. Aha. Von der Veitsburg gab es von Marc Prüfer und Tobias Prestele noch Handgemachtes mit ganz spezieller Füllung. Auch hier wurde wieder Schlange gestanden. Pesto-Weltmeister Sergio Mutto zeigte, wie einfach feines Pesto gemacht werden kann.
Bei der letzten Kochshow zeigte der deutsche Grillmeister Kim Fleck Süßes vom Grill. Auch was man nicht alltäglich sieht. Wer jetzt was so haben will, der darf gerne auf die Bühne hier oben. Und wie sieht die Projektleiterin Dr. Gabriele Assoff die Gusto 2013? Also Rückmeldung war von den Besuchern gut, auch Kochshow hat ihnen gut gefallen. Sie haben es sehr schön hier gefunden, auch von den Ravensburger Besuchern, die sind sehr gelobt worden, auch Besucher natürlich generell unsere Besucher. Also sie sind sehr freundlich, sehr interessiert und das ist natürlich auch für uns ein schönes Feedback. Zum Gusto 2014? Ah ja, die gibt es wieder. Also es ringt zum Wiederkommen. Und die Schmeichler aus Südtirol freuen sich in gleicher Weise sicher wieder mit dabei zu sein.